Das Bundesverfassungsgericht erklärt am 15. November 2023 das zweite Nachtragshaushaltsgesetz für das Jahr 2021 für nichtig. 60 Milliarden Euro fehlen im Haushalt. Was passiert jetzt mit der gesetzlichen Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute am 15. November 2023 platzte wirklich die Megabombe. Das Bundesverfassungsgericht hat das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für nichtig erklärt. Und zwar ergibt sich das aus nicht nur aus den vielen Pressemitteilungen, die ich gelesen habe, zum Corona-Sondervermögen und zu dem Klimafonds von Sondervermögen, sondern auch aus der Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts. Und zwar Urteil vom 15. November 2023. In der Rechtssache 2BF1/22. Das Bundesverfassungsgericht hat praktisch drei Grundsätze aufgestellt. Erstens hat der Gesetzgeber den notwendigen Veranlassungszusammenhang zwischen den festgestellten Notsituationen und den ergriffenen Krisenbewältigungen nicht ausreichend dargelegt. Zweitens entspricht die zeitliche Entkopplung der Feststellung einer Notlage gemäß Artikel 115 Grundgesetz vom tatsächlichen Einsatz der Kreditermächtigung den Verfassungsgeboten widerspricht den Verfassungsgeboten der Jährlichkeit und Jährigkeit. Und drittens verstößt die Verabschiedung des zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 gegen den Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit. Es ist Folgendes passiert. Die Bundesregierung hat durch ein zweites Nachtragshaushaltsgesetz im Jahr 2021 im Jahr 2022 hier eine nicht mehr unmittelbar benötigte Kreditermächtigung in Höhe von 60 Milliarden Euro, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, durch eine Zuführung an den Energie- und Klimafonds EKF, ein unselbstständiges Sondervermögen des Bundes für künftige Haushaltsjahre, nutzbar gemacht. Also die haben praktisch mit diesem zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021, welches im Jahr 2022 beschlossen worden ist, hier 60 Milliarden Euro für aufgenommene Kredite in der Corona-Pandemie einfach rübergeschoben in den EKF-Fonds. Und dieser EKF-Fonds wurde zwischenzeitlich in den Klima- und Transformationsfonds KTF umbenannt. Meine Damen und Herren, das ist eine knallharte Klatsche gegen die Ampelregierung. Man hat also hier gegen de facto sämtliche buchhalterische Grundsätze verstoßen, die es eigentlich noch gibt. Und vor allen Dingen, es ist auch eine Klatsche letzten Endes im Hinblick auf die vielen Sondervermögen, die Bundesregierung oder die Bundesregierung in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier aufgesetzt hat. Ob zum Beispiel das Bundeswehr-Sondervermögen hier auch davon betroffen ist, kann ich noch nicht sagen oder das ist schwer einzuschätzen. Fakt ist auf jeden Fall eins, das kann ich Ihnen zumindest erstmal in den wesentlichen Erwägungen des Senats sagen. Da zitiere ich mal eine Stelle, die ganz, ganz interessant ist. Die genannten Haushaltsprinzipien gelten auch für Ausnahmeregelungen zur Schuldenbremse bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen. Das heißt also, der Bund kann in Ausnahmeregelungen die Schuldenbremse überschreiten und höhere Kredite aufnehmen, aber nur dann, wenn Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen vorliegen. Das kann er aber auch nur in dem entsprechenden Jahr machen, in dem diese Situation vorliegt. Er kann also nicht durch Ausnahmeregelungen sozusagen oder durch Neuregelungen Jahre später da nochmal irgendwie eingreifen. Das geht nicht. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, diese Prinzipien können nicht durch den Einsatz von Sondervermögen umgangen werden. Ihre Einhaltung unterliegt einer strikten verfassungsgerichtlichen Kontrolle. Das heißt also, die Haushaltsprinzipien der Vorherigkeit, der Jährlichkeit und auch Jährigkeit dürfen hier nicht umgangen werden. Das sind ganz klare Prinzipien. Welche Auswirkungen hat denn nun dieses Urteil? Das kann ich Ihnen sagen. Es werden viele Kreditermächtigungen, die für bestimmte Projekte im Rahmen dieses Fonds, Klimafonds, jetzt aufgenommen worden sind, wie zum Beispiel Häuserbau, wie zum Beispiel
Projekte für Wasserstoffleitungen, die man aufbauen wollte und einiges mehr. Und möglicherweise so praktisch auf Null gelegt. Das Geld ist jetzt erstmal nicht mehr da. Das heißt, der Bundesgesetzgeber muss jetzt sich irgendwas einfallen lassen. Ja, und wie, was macht er da? Er wird möglicherweise an anderer Stelle sparen. Er wird möglicherweise am Sozialen sparen. Er wird möglicherweise daran sparen, dass soziale Projekte gekürzt oder eingestampft werden. Das kann möglicherweise Folge dessen sein, dass jetzt auf einmal 60 Milliarden Euro nicht mehr da sind. Wir haben aber diesen Klimafonds aufgelegt und wir haben ja Leute darauf vertraut. Und das ist jetzt praktisch, auch das Heizungsgesetz ist möglicherweise von dieser ganzen Geschichte hiermit erfasst. Also meine Damen und Herren, es wird eine spannende Geschichte. Ich kann nur so viel sagen, für uns Rentnerinnen und Rentner oder für diejenigen, die Rentnerinnen und Rentner sind, wird es keine Auswirkungen geben. Sie werden sicherlich ihre Renten immer pünktlich bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bundesgesetzgeber es sich wagen wird, weil er hier diese Klatsche eingeschenkt bekommen hat heute, dass er die Renten kürzen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich gehe davon aus, dass im Zuge dieser Geschichte, es fehlen ja 60 Milliarden jetzt sozusagen in diesem Haushalt, dass diese Geschichte hier spurlos an uns vorübergeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es werden einige soziale Dinge, die hier in Gang geschoben worden sind, ich denke da zum Beispiel auch die Kindergrundsicherung und so weiter, dass das möglicherweise nicht so kommen wird, wie es geplant wurde. Das werden wir sehen, welche Antworten der Bundesfinanzminister und vor allen Dingen auch der Kanzler jetzt in dieser Situation hat. Ob wir in ein paar Tagen, nächste Woche oder in 14 Tagen überhaupt noch eine Bundesregierung haben, in der Ampelregierung, ist ja auch noch völlig offen, denn die Nerven liegen dort aus meiner Sicht sicherlich blank, ob der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen, aber schauen Sie sich bitte mal diese hochinteressante Entscheidung an. Ich werde diesen Link zu dieser Entscheidung mal in das Video mit reinnehmen. Dann können Sie sich das einfach mal angucken, was hier sozusagen das Bundesverfassungsgericht sagt. Und vor allen Dingen, es ist schlicht und ergreifend eine saubere und sachliche Entscheidung, und zwar zur Rückkehr des Gebotes. Ich habe nur so viel Geld in der Tasche als Einnahmen, also kann ich auch nur so viel Geld ausgeben. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz, den ich Maximum darüber hinaus dann auch noch Kredite aufnehmen kann. Das sind 0,35% von 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt. Darf das die Netto-Kreditaufnahme nicht überschreiten. Und das hat aber hier der Bund sozusagen völlig übersehen und hat hier wild rum mehr einfach Kredite aufgenommen und hat hier sozusagen sich selber in diese fürchterliche Situation. Ich bin nicht hämisch und ich lache auch nicht darüber, aber letzten Endes ist es so, ich bin heilfroh, dass das Bundesverfassungsgericht hier diese klare Entscheidung getroffen hat und als dritte Gewalt sozusagen im Rahmen der Gewaltenteilung hier der Bundesregierung ein Riegel vorgeschoben, das hier aufhört, dass im Haushalts- und Etatprinzip hier gemacht wird, was sie wollen. Meine Damen und Herren, ich als Anwalt kann auch nicht meine Einnahmen nehmen und einfach aus dem Fenster schmeißen und sagen, ich mache mal jetzt, was ich will, oder ich nehme einen Kredit nach dem anderen auf. Hauptsache, mir geht's gut. Das kann ich so nicht machen. Und genau das Gleiche erwarte ich auch von der Bundesregierung, dass man hier nach den Prinzipien eines ordentlichen und seriösen Kaufmanns oder Kauffrau hier arbeitet. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenscheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.